denn schon wieder Freitag? Immer noch das übliche Urlaubsparadies. Wo ist denn eigentlich schon wieder meine Belegschaft abgeblieben? Hier sitzt in der Luft der schwebende Mann. Okay. Egal. Und damit erstmal moin moin, herzlich willkommen, liebe Eukalyptus-Freunde. Wir sind wieder zurück im Wald. Wir sind zurück auf Forest. Wir sind zurück auf Ballermann 2.0. Die ersten... Pass auf. Die ersten Stammgäste haben wir auch schon. Verstehst du? Stamm wegen... Okay, der war scheiße. Aber egal. Du weißt auf jeden Fall, wo ich hin wollte, gedanklich. Das reicht mir schon. So, jetzt essen wir erstmal eine Kleinigkeit. Schön aus der Packung hier. Köstlich, köstlich. Wird Zeit, aber mal wieder Chicken Nuggets jagen. Mal ranschleichen. Ich bin einer von euch. Ja. Bäm. Haben wir direkt beide erledigt? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Schade. Ja, jetzt sind beide. Ja, guck mal, verhungern werden wir nicht. Ich möchte mal direkt schon mal so roh ein Häppchen von abbeißen. Ah, schön. Oh, noch ein drittes Chicken Nugget. Bäm. Ja, da guckst du, wa? Kriegst du gar nichts von. Gar nichts. Alles meins. Wisst du? Ist das Arbeit oder was? Hier, wie üblich. Mach weiter mit dem Scheiß. Hol Stämme. Bring hier hin. Fallen lassen. Abmarsch. Mann, na, schwör dir, irgendwann. Ach, guck mal, die Dinger sind ja doch wieder zu. Ich dachte, ich hätte im Patch gelesen, die bleiben jetzt offen. Jetzt könnte natürlich sein, wenn ich die jetzt aufmache, dass die auch wirklich offen bleiben. Ach komm, wir werden es nicht rausfinden, wenn wir es nicht ausprobieren. Und Medizin brauche ich sowieso. Nach unserer... Exkursion da beim letzten Mal in der Höhle, wo ich so tierisch eins aufs Maul gekriegt habe, kann ich das gerade gut gebrauchen. Oh, ein paar Leiterplatten und so ein Shit. Kann man alles gut mitnehmen. Naja, Leiterplatten und was Süßes. Was zum Spielen und Schokolade. Nein. Was Süßes und Schokolade. Da sind sie wieder, unsere Probleme. Achso, das war die komische Muschel. Da haben wir noch und was. Bisschen Munition. Habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. Ich habe wirklich Wortfindungsstörungen. Rausgefunden, wofür die Betäubungsmunition jetzt genau ist. Geht er jetzt Holz schlagen? Mach mich stolz, Jung. Na also, geht doch. Da hat der schon mal was zu tun und macht keinen Blödsinn. Du gibst bestimmt keine Stämme, wenn ich dich fäll. Dann können wir hier nochmal ein bisschen ausdünnen, das Ganze. Haben wir eigentlich... Naja, aber natürlich noch nicht. Ich habe gerade mal geguckt, ob wir... Ich weiß, dass es eine modernere Axt gibt, aber ich weiß noch nicht zu 100%. Jawohl. Ich weiß noch nicht zu 100%, wo die sich befindet. Wie gesagt, da müsste man vielleicht dann auch mal drüber nachdenken, ob da nicht vielleicht nebenbei eine Karte ganz hilfreich wäre. Mal schauen, so in den nächsten Völkchen. Und hier erstmal noch ein bisschen die örtliche... Was Flora ist es, ne? Flora sind Blumen, ja. Die örtliche Flora ein bisschen zurücktreiben, damit hier die ganzen Getränkestände auch hinpassen. Hui! Ja, genau. Direkt vor den Stein gesprungen. Super. So trägst du keinen... Du hast schon einen da hingelegt. Gut. Bist entschuldigt. Gerade nochmal so. So, dann gucken wir mal, dass wir unser Domizil hier jetzt auch mal so langsam aber sicher fertigstellen können. Da verliere ich nämlich so ganz allmählich ein bisschen die Böcke, hier die ganze Zeit Holz von A nach B zu schleppen. Wenn es ja wenigstens diesen Schlitten gäbe. Das wäre ja dann immer, das wäre ja nochmal was anderes. Aber immer nur maximum zwei Stämme tragen. Und der faule Sack, da trägt ja auch nur einen. Da kannst du ja nur welk bei werden.
Wenn man aus den Dingern nichts rauskriegt, finde ich unfair. Haben wir hier eigentlich noch gute Austern, denn die werden ja irgendwie nicht schlecht. Die kann man ja 13... Ja, du bist ein Stein. Die kann man ja 13 Jahre im Inventar aufbewahren, ungekühlt. Das sieht irgendwie schlecht aus. Ah ne, hier haben wir so. Okay, das war doch schon. Das war's mit dem Schützenfest. Mal direkt mal eine knuspern. Hier, komm. Alles Gute vom Meer. Wird doch schon wieder dunkel, oder? Ich dachte gerade, da hinten bewegt sich was drin. Ich weiß gar nicht, kommen die jetzt dadurch auch tatsächlich... Patrick, nein! Entschuldigung, das war gerade... Das ist mit mir durchgegangen, das passiert ab und zu mal. Das nimmt das nicht für voll. Was ich gerade sagen wollte, wie ist das eigentlich? Kommen die jetzt tatsächlich durch den Höhleneingang? Nee, oder? Weil ganz ehrlich, wenn ich mir... Was schlägt sich denn hier durch unter Holz? Achso. Wilde Baumstämme. Na komm mal mit, ihr zwei. Weil wenn ich mir jetzt so die Größe von den Viechers angucke, mit denen wir da drin zu tun hatten, ich weiß jetzt nicht, ob die da so durchpassen würden. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich das vielleicht gerade völlig falsch einschätze und die auch nicht wirklich dicker oder breiter sind als wir. Aber lasst mir doch so ein bisschen wenigstens meine Träume. Diesen einen kleinen trügerischen Moment der Sicherheit lasst mir doch wenigstens. Hopp. Okay, ja, von hier sieht dann noch so ein bisschen aus, aber... Es wird ja langsam, es wird... Also ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, dass wir das Ding da heute soweit fertig basteln, so dass zumindest mal ein Dach drin ist. Ich meine, wir sind zwar jetzt keine Truthähne, Fun Fact, Truthähne sind so bescheuert, dass sie bei Regen nach oben gucken könnten und dabei ja trinken könnten. Also so blöd, glaube ich, sind wir jetzt nicht. Vielleicht Kelvin, aber ich zumindest mal nicht. Aber trotzdem wäre es ganz hübsch, wenn da zumindest mal sowas wie ein Fortschritt drin wäre. Da wäre ich schon sehr angetan von. Ich habe übrigens auch davon gehört, die Eingeborenen und was uns hier so über die Füße laufen könnte, also es sind ja nicht nur Mutanten wie jetzt in den Höhlen, die müssen wir gar nicht... Hasse das, wenn die hier Kunst aufstellen, ohne mich zu fragen. Die müssen wir gar nicht unbedingt und zwangsläufig umbringen. Also es reicht schon tatsächlich, oder es hat sogar tatsächlich schon manchmal mehr Effekt, wenn wir sie einfach nur verletzen. Sprich, so ein gut gezielter Schlag mit... Was liegt denn da rum? Energy Drinks, okay. So ein gut gezielter Schlag mit der Axt dann mal auf den Arm oder so, oder beziehungsweise wer... Sagen wir hauen das eine mit dem anderen weg oder so. Das, glaube ich, kann dann schon tatsächlich mehr Eindruck schinden und dafür sorgen, dass dann auch mehrere irgendwie abhauen. Ich glaube, ich habe so irgendwas läuten hören. Ich meine, man kommt ja nicht dran vorbei, einfach auch mal so ein bisschen den Stand von anderen anzugucken. Und... Na? Alles senkrecht? Wolltest du Scheiße machen? Guck's gerade so, als hätte ich dich hier ertappt. Egal. Da habe ich das so am Rande mitgekriegt, dass die wohl irgendwie entweder feindlich gesinnt sind oder halt eben, wie soll man sagen, dass du einem wenigstens scheißegal bist oder halt eben, dass du da so, wie soll man sagen, dass du so Staatsfeind Nummer 1 bei denen wirst. Und wenn du halt eben auf die drauf dreschst, wie so ein Bekloppter, und da einen nach dem anderen aus dem Leben donnerst, dann ist klar, wird irgendwann das Dorf erstmal schicken sie wahrscheinlich, oder so wie ich das mitgekriegt habe, erstmal schicken sie halt eben immer mehr und mehr Truppen in deine Richtung. Und was
fällt denn da hinten umher? Ach so, nochmal Stämme. Und zum anderen, werden sie dadurch wesentlich aggressiver. Ich bin trotzdem schneller wie du mit deinem einen Stamm. Dafür liegt da schon einer. Scheiße. Und ich glaube, in dem Zusammenhang auch mal gehört zu haben, sollen die... Hier gibt es wohl auch wieder Masken, so ähnlich wie die rote Farbe in Forest 1. Da war ja sowas. Damit konntest du dich ja quasi für die unantastbar machen, so ein bisschen. Sowas ähnliches scheint es jetzt hier mit Masken wohl zu geben. Also gesehen habe ich die... Jetzt zumindest noch nicht. Aber wir haben ja wir haben ja am Anfang ja diesen komischen Typ gesehen, der uns da 1 auf 12 gehauen hat. Und der hatte ja auch eine Maske auf. Also irgendwoher muss es ja kommen. Also so Masken scheinen hier jedenfalls eine größere Rolle zu spielen. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt es welche. Und das macht die Sache schon wieder so interessant, dass ich gerne eine haben mag. Ja, sonst noch irgendwo ein Stämmchen rumfliegen, sieht nicht so aus, oder? Ja, du bist so ein Fake-Stamm. Ja, du zerfällst dann einfach nur so in Wohlgefallen. Ja, mal noch einen, guck an. Aber nur einen. Eigentlich so ein typischer Kelvin-Stamm, das hier. Ja, hier ist aber sonst auch gar nichts mehr. Schade. Nichtsdestotrotz können wir aber hier noch ein Bäumchen mal kurz noch fällen, bevor wir wieder zurückgehen. Ich sehe doch das Licht leuchten. Was tust du? Du bist ein faules Stück. Na, Schnucki? Auch wieder da? Vielleicht macht sie irgendwann mit, wenn sie mir lang genug zugeguckt hat und keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Weil ich glaube nicht, dass die eine Axt hat. Ich wüsste zumindest nicht, wo... Ich wüsste nicht, wo sie sie hätte verstecken sollen. Da muss ich mich dann doch etwas mit meiner Fantasie gerade mal bremsen. What? Was machst du da? Wem leuchtest du den Weg heim? So, die zwei Seiten haben wir schon mal zu. Zack. Zack. Mal gucken, ob Virginia hier rübergeeiert kommt, wenn wir gleich wieder Lagerfeuer machen. Das scheint er ja irgendwie ganz gut zu gefallen. Weil ich immer noch nicht so ganz raus habe, was jetzt die Funktion von ihr ist. Also, ich meine, ja doch, ich weiß schon, was die Funktion von ihr ist. Sie ist ja irgendwie die Tochter von der Familie hier, aber wie die jetzt hier mit dem Spieler in einem Zusammenhang steht, kapiere ich noch nicht so 100 pro. Hopp. Hopp. Ist da nee, ich dachte, da wäre Feuer. Okay, da scheint eine Sonne durch, obwohl da eine... Ja, okay. Es ist eine Early Access Version. Ich sag dazu nichts. Aber dafür, dass es eine ist, ist das Spiel schon richtig gut geworden. Also schon die erste Version hat mir persönlich gut gefallen. So, machen wir mal ein bisschen Feuer. Feuer! Haben wir? Ja, wir haben noch Chicken Nuggets. Stimmt, die haben wir ja vorhin noch gekriegt. Woher? Keine Ahnung. Die waren plötzlich da. Aber wir haben auch gar kein... Achso, ne, wir haben ja ein Bett. Alles gut. Zu dem wir übrigens jetzt gerade gar nicht mehr reinkommen, oder? Ich mich jetzt ernsthaft hier schon für die... Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Oh, ist hier mal eine Tür rein. Dann holen wir unser Fleisch mal da raus, bevor wir nachher nur noch Grillkohle haben.
Die lasse ich jetzt mal ganz kurz hier einfach so ein bisschen in der Gegend rumvegetieren. Wenigstens mal schlafen, damit wir auch wieder was sehen. Ah, guten Morgen, guten Morgen. Ja. Jetzt stehst du schon wieder so blöd in der Landschaft rum. Der muss weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Kann ich den eigentlich auch? Nee, kann ich natürlich nicht. Toll. Kelvin, was machst du hier für eine Scheiße? Hier, dein Lieblingsbefehl. Geh Stämme holen. Jetzt fängt er doch noch an zu regnen, als ob das noch nicht gut genug wäre. Also, mit Virginia sollte ich jetzt, also wenn das regnet, jetzt nicht allzu genau angucken. Ich erinnere mich da an sowas. Also, das ist jetzt nichts. Es ist jetzt nichts Dramatisches. Aber das ist halt eben auch nichts, wo YouTube jetzt in jeder Hinsicht sagt, das ist so geil. Wobei, ich habe hier ja schon Scorn gespielt und da war noch ganz anders. Ah, naja, ist egal. Sie kommt ja aber nicht. Na ja, gut, vielleicht doch. Mal gucken mal. Kann ja eigentlich auch hier reingehen. Warum denn immer außen rumlaufen? So, während du da mit deinem Stämmchen entlang flitzt. Mal gucken, liegen hier noch welche oder muss ich schon wieder einen neuen Baum zerhacken? Naja, ich muss einen neuen Baum zerhacken. Okay, dann machen wir wieder den hackfleischhassenden Zahacker. Hopp. So. Hoffentlich trifft das keinen, den ich kenne. Oje. Nee, aber mich hätte bald getroffen. Du hast Hunger, ja. Ja. Vielleicht haben sie doch YouTube-freundlich mittlerweile ein bisschen angepasst. Man weiß es nicht. Ich habe es jetzt so auf die Schnelle nicht sehen können. Ist aber auch wurscht. Hui. Zack. Zack. Die Bohne. Ja, hab da gedacht, der Satz, der wäre mittlerweile so alt, den wird keine Sau mehr zu hören kriegen, wa? Da ist er wieder. Internet vergisst nichts. Was? Ich nach dem geschlagen? Nie im Leben. Ich niemals machen, wer da behauptet, ist ein mieser, böser Lügner. Boah, ist das hell. Alter, ist das blendend. Hä? Ist das, weil ich im Wasser bin? Oh, wir haben auch Hüngerchen. Wir hätten ein Hüngerchen, ne? Gleich mal so einen schicken Nugget, so ein kalt gewordenes Mampfen. So, erstmal hier drauf damit. Das ist auch so blöd. Die Stämme hier, das sind insgesamt so in ein Drittel kannst du die zerhacken. Will heißen, jetzt hast du hier so ein Drittel, das Drittel haben wir rausgerissen und hier ist das andere Drittel. Du kannst die hier aber nicht kombinieren. Also wir können jetzt nicht mit den ein Drittel Stämmchen können wir jetzt nicht da auffüllen. Da finde ich so ein bisschen blöd, weil jetzt haben wir halt da die Stämme, die man nirgendwo unterbringen können. Weil ich auch noch nicht so ganz, was man damit veranstalten soll. War das schon wieder der letzte Stamm? Sieht voll so aus, wa? Ne, da ist noch einer. Muss noch irgendwo einen rumfliegen? Einer im Wasser gelandet oder so? Ne, auch nicht. Na komm. Ja. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, kann kein Knopf die Hose halten.
Das Moos können wir mitnehmen fürs Jahresende, für die Krippe. Da klaut der Sack einfach meinen Stamm, ey. Hast du gesehen? Krieg ich die da nochmal raus? Oder sind die jetzt gone forever? Ne? Ja, so geht's natürlich auch. So, hier wird nichts verschwendet. Was bist du denn? Ach, das war Kelvin. Ich dachte gerade, was steht denn da und zuckt vor sich hin? Ah, Gott. So langsam, glaube ich, ein bisschen paranoid in dem Spiel hier. Hui. Ja, da sagst du was. Zumindest die Wände stehen ja gleich schon mal. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ich weiß auch jetzt gar nicht, kommen wir denn da überhaupt, können wir überhaupt so in ein Flachdach da reinzimmern, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Flachdach. Ah, ihr wisst doch, was ich meine. Quasi so ein Boden, dass man nachher nochmal drauf laufen kann. Ich weiß auch, dass es hier so Spitzdächer irgendwie gibt, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich habe aus anderen Spielen mit so was schlechter Erfahrung. Das sieht immer ganz fürchterlich aus. Wer läuft da? Ach so. Ja, das ist Schnucki mit dem Badeanzug. Ja. So. Ist das schon mal erledigt. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt hier so Zwischenwände reinziehen oder beziehungsweise zumindest so Stempel reinziehen, damit wir da überhaupt ein Dach verlegen können und ich kann ihn nachher wieder rausreißen oder wie funktioniert das jetzt? Das wird ja nochmal spannend. Es könnte übrigens auch bald mal wieder aufhören zu regnen, ist jetzt gut. Du bist durstig und du hast Hunger. Ja, Hunger habe ich. Das ist wohl richtig. Das sehe ich auch so. Okay, das sieht schon mal sehr schlecht aus. Ah. Muss ich jetzt tatsächlich hier überall so Dinger reinsetzen? What? Hä? Deswegen? Oh, okay. Guck mal her, das Ding. Ja. Oh, holy. Ja, okay. Also, wir müssen sowieso noch eine hoch. Dann ist das so. Kelvin guckt nicht so blöd. Guck mich doch nicht immer nur so doof an. Mach doch einfach nochmal. Gott, bist du bescheuert. Er wird aber auch irgendwie einfach nicht besser. Ich weiß nicht, eigentlich hieß es, der soll intelligenter geworden sein. Merke ich jetzt irgendwie nicht wirklich was von. Ach so, ich habe noch was anderes in den Patch Notes gelesen. Also an und für sich, ich bin ja jetzt so ein Schildkrötenfreund, sagen wir mal so. Also ich finde die ja goldig und alles. Also jetzt auch tatsächlich real und so und gerade auch so diese kleinen Paddler finde ich ja extrem knufflig, wenn die so im 360-Grad-Winkel mit den Füßchen da quasi um ihr Leben rennen. Naja, das hört sich komisch an.
Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn die halt so paddeln, für ins Wasser zu rennen. Das finde ich ja tatsächlich sehr, sehr niedlich. Aber ich befürchte, uns wird hier irgendeine der Schildkröten wahrscheinlich mal in die Axt rennen müssen. Müssen. Also ganz... Ich will das nicht, aber wir müssen das machen. Das war ein ganz einfacher Grund. Endnight hat jetzt tatsächlich den Regenwassersammler hier in Sons of the Forest eingeführt. Und den hätte ich ganz gerne. Also ist jetzt nicht so, als ob wir an Wasser groß Mangel hätten. Da oben ist ja ein Flüsschen und so. Aber gerade eben, wenn hier so Regen und so weiter ist, finde ich das schon eine relativ praktische Geschichte. Und die würde ich gerne mitnehmen. Mal nur mal gucken, wo mal irgendwo so eine alte, sehr alte und sehr unglückliche Schildkröte finden, die quasi freiwillig sagt, hier, klopp mich aus dem Panzer, ich hab genug von der... Du Scheiße. Klopp mich aus dem Panzer, ich hab genug von der Welt gesehen. Naja, müssen wir mal gucken. Da oben waren ja, glaube ich, noch welche. Naja, ich habe ja sowieso Durst. Wir gehen da gleich mal hoch. Und eventuell passieren dann Dinge, die mir leid tun. Aber ich muss das, ich bin dazu gezwungen. Ihr wisst das, ich habe euch ja gesagt. Was ist denn Scheiß hier mal rausschmeißen? Das verwirrt mich total, wenn die hier rumliegen. So, egal, jetzt essen wir erstmal was. Das haben wir uns verdient. Dip, 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 das haben wir uns verdient. Na, wer kennt noch? So. Das war schon mal der erste Streich. Und wenn uns dann so eine Schildkröte da oben per Zufall und ganz unabsichtlich in die Axt rennt, dann, mal gucken, dann haben wir ja wahrscheinlich auch so, also ich meine, wenn die schon so doof ist, in unsere Axt zu laufen, dann können wir ja quasi auch das Fleisch, ich meine, das verkommt ja sonst und das wäre ja nicht schön. Wir gucken. Erstmal müssen wir eine finden. Mein Gott, der macht wieder Töne, wie kurz vorm Zusammenklappen. Hallo, Welt. Ihre Scheiße hier schon wieder aufgestellt. Moin, Jungs. Haben wir Nacht gehabt? Köstlich. Rinn damit. Oh, wir haben übrigens nur noch einen Mutantenpanzer, sehe ich gerade. Könnten wir eigentlich auch mal wieder aufstocken. Dürften, glaube ich, ja noch so ein, zwei im Inventar haben. Ach so, ja, hier war die größte Sanddüne der ganzen Welt. Alter, echt, eigentlich wäre das hier viel, viel besser vom Platz her gewesen für ein Haus. Aber naja, machst du jetzt nichts dran. Da machst du nichts dran. Leerer Eimer. Aber kein für die Schildkröte. Ist ja wirklich weit und breit keine Schildkröte. Oh. Ach, guck an, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Orcas. Die sehen jetzt nicht mehr so ganz frisch aus. Nee, die sehen nicht mehr so ganz frisch aus. Kann ich eigentlich mit den Haien da? Nee, kann ich nicht. Kann ich denn? Ja, aber warum? Soll nur just for the lulz, oder? Liegt nur eine Hand rum. Tja, Nemo scheint es dann doch nicht geschafft zu haben, wa?
Ne, Quatsch, nicht Nemo. Nemo war ja der Clownfisch. Wie hieß der denn nochmal? Free Willy. Willy scheint es nicht geschafft zu haben. Da ich die zwei jetzt verwechselt habe, ist auch nur so ein bisschen peinlich. Aber naja. Passiert, ich bin in einem Alter, da redet man gern schon mal Stuss. Ist bestimmt noch keinem aufgefallen, deswegen sage ich jetzt einfach mal. Okay, also wir haben Glück, hier sind Gott sei Dank keine wahnsinnigen Schildkröten, die einem in die Extra laufen. Yay. Das Spiel macht mir jetzt schon wieder so ein schlechtes Gewissen. Ich merke das. Mal eigentlich mal planschen gehen, damit die Axt hier mal ein bisschen gewaschen wird oder so. Oder ich mal gewaschen, das wäre auch ganz, ganz hübsch. Keine Schuldig. Schade. Also nicht, weil ich jetzt einfach mit der Tradition brechen will, aber diesen Wassersammler hätte ich halt furchtbar gern. Herzkasper. Oh, komm mal mit. Geht denn das jetzt wenn... So, das geht denn so auch nicht. Oh. Okay. Ich sehe das ein. Also wir machen jetzt noch die Reihe hier voll. Und um die Decke kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Dann ist das so. Dann gucken wir, dass wir hier im Moment mal so Pfeiler reinziehen und halt eben so ein Gittermodell da oben, damit der Boden da drin hält. Ich hoffe nur, dass das nicht irgendwann gepatcht wird, dass dann tatsächlich die Schwerkraft greift. Das fällt uns das Haus unterm Arsch zusammen. Das fände ich jetzt weniger cool. Ich würde das aber nicht generell ins Land der Unmöglichkeit schieben. Also zutrauen tue ich solchen Spielen hier im Grunde erstmal alles. Das wäre nicht das erste Mal, dass mir ein Haus unterm Arsch zusammenfällt, nur weil auf einmal der Entwickler meint, oh, wir brauchen Schwerkraft. Das ist ja unmöglich, was die Spieler da machen. Ja, alles schon da gewesen. Upp. So. Das. So, 2, 4, 5 Stück noch. 4. Das können wir in der nächsten Folge auch wieder aufstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind doch 5. Die Tür muss ich ja mitrechnen. Jetzt sind doch 5. Wo ist eigentlich Kelvin abgeblieben? Ich sehe den. Ach, da eiert er da irgendwo rum. Keine Ahnung, was der wieder macht. Irgendein Spökes mit der Tierwelt. Keine Ahnung. Ich weiß übrigens nicht, das ist so ein rein subjektives Empfinden, dass das schneller geht, wenn ich hier von allen Seiten mal auf den Baum einhack. Bäm. Keine Ahnung, ob da jetzt wirklich was dran ist. Wie gesagt, rein subjektives Empfinden. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied jetzt gemacht hätte.
Wo ist denn mein trotteliger Angestellter, verflucht nochmal? Wieso arbeitet der nix? Wo warst denn du jetzt den Stamm holen? Dem kannst du aber auch manchmal nicht zugucken. Wobei, wenn du jetzt bei dich hier teilweise für Verrenkungen machst, wenn du das aus der Third Person sehen würdest, wäre das wahrscheinlich nicht viel anders. Da muss ich fairerweise ja dazu sagen, aber das sage ich dir und nicht dem. Ich habe doch hier eben erst einen Baum gefällt. Wo sind denn die? Da sind die Stämme. Zumindest einer. Ich verstehe den Jungen nicht. Irgendwie scheint die KI von mir ja massiv verwirrt zu sein. Ich glaube, da beruht auf Gegenseitigkeit. Ich würde jetzt mal sagen, das spielt keine Rolle, weil das sieht komisch aus. Nein! Danke für nix. Können wir hier aber wenigstens so ein Treppskin bauen? Ja, tollste Treppe der Welt. Nee, scheiße. Ah, gucken, irgendwas Tolles werde ich da draus schon basteln. Warum stehst du schon wieder hier rum? Hast du schon wieder vergessen, was ich von dir will? Was? Nein. Will Stämme hier fallen lassen. Nick net gibt Gas. Kein Schnee, es darf gelaufen werden. Wobei, hier gibt es Schnee. Ich muss aufpassen mit solchen Aussagen. Am Ende glaubt er, der müsste dann wirklich nicht laufen. Was? So ist der Stamm. Okay, ich... Vielleicht doch so ein Ding noch da davor. Ja, guck mal, das geht doch. Ja. Ja, da guckst du, wa? Schüttel nicht dauernd den Kopf, ey. Ist da noch nicht genug? Achso, das ist der halbe. Na. Na. Geh da rein. Ich bin auf einer einsamen Insel mit Idioten gefangen. Oder zumindest mit einem Idioten. Und einer, die irgendwie mit mir redet, irgendwie dauernd nur auf Abstand ist. Why? Einfach nur why? Komm, dann hole ich die zwei Stämme wenigstens auch noch. Dann setzen wir die auch noch gerade. Und dann ist gut. Da ist echt was kaputt gegangen bei dem. Kannst du mir dann erzählen, dass das normal ist, was der veranstaltet? So, ich würde... Hau ab. Hau ab, geh arbeiten. Ich brauche ganz dringend eine Tür, womit ich den aussperren kann. Egal. Ihr Lieben, ich würde sagen, so die Grundmauern stehen ja jetzt, Gott sei Dank. War jetzt nicht so richtig spannend, also ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert, um ehrlich zu sein, aber... Naja, es kann nicht immer hell und aufregend und alles und so sein. Bei einer Sache könnte man vielleicht noch gucken.
Genau, gerade hier hinten an den Strandabschnitt. Nee, ja, Glück haben wir auch keins. Ich habe gedacht, ich könnte euch jetzt noch wenigstens den Ringsammler präsentieren, dass hier vielleicht irgendwo noch eine Schildkröte entlang eiert, aber das sieht ja auch schon wieder nicht so aus. Dann esse ich mir wenigstens gerade noch einen Schnitzel. Und ja, da haben wir halt eine dieser Baufolgen, ihr kennt's. Ihr kennt das mit Sicherheit. Ich meine, ich kann das zwar natürlich auch irgendwo offline aufbauen, hier das Ganze. Aber das ist eigentlich nicht unbedingt das, wo ich so als, sagen wir mal, Let's Play hin will. Und Entschuldigung. Ihr könnt mir ja einfach mal so eure Meinungen dazu dalassen, wenn ihr möchtet. Sagt mir einfach mal, wenn ich jetzt hier solche Sachen mache, wie das Haus bauen, wollt ihr das sehen? Oder ist euch das dann zu langweilig? Würde mich einfach interessieren. Dementsprechend kann ich die Folgen nämlich dann auch gestalten. Und gehe arbeiten. Wie gesagt, lasst mir einfach mal so eine Meinung dazu da. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier in der Zukunft machen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das aber doch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge von Sons of the Forest wieder mit dabei. Oder bei einem anderen Projekt auf dem Channel. Und dann würde ich sagen, wir wünschen euch jetzt noch ein schön... Du wünschst dir ein schönes Wochenende, verdammte Axt. Jetzt reicht's mir aber mit deiner Kopfschüttelei. Hau ab! Wir wünschen euch trotzdem... Wir wünschen euch trotzdem ein schönes Wochenende und noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao.